Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Sims. Boah, und ich hoffe auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Wow, so, wir haben eine spannende, lange Woche hinter uns mit der ganzen Vorstellung von der Jahreszeiten DLC-Geschichte. Und mittlerweile habe ich auch so einige Problemlösungen gefunden, wie wir das mit den Jahreszeiten hinbekommen. Ich werde das immer im Background sozusagen immer die Jahreszeit resetten und solche Geschichten. Wird ein bisschen aufwendig für mich, aber bis halt eine endgültige Lösung kommt, wie wir das hinkriegen, wird das jetzt die aktuelle Lösung sein. Ich habe auch jetzt einen MCCCC drauf. Oh Gott, das ist ja mal ein Wort. Der MCCCC ist dafür da, dass A, die generelle Zeit etwas langsamer vergeht, weil oft haben wir das Problem, dass wir irgendwelche Dinge machen, aber irgendwie die Toilettengänge irgendwie so unnatürlich lange dauern und solche Geschichten. Das heißt, der Tag ist jetzt minimal länger. So, dann hat das MCCCC, oh Gott, was für ein Name, den Vorteil, dass wir jetzt auch dieses Offset-Building machen können. Das heißt, wir können so Dinge ineinander reinschachteln und anscheinend auch wohl in der Höhe manipulieren. Das gibt uns neue Baumöglichkeiten. Wow, freue ich mich auch drauf. Also das heißt, ich werde auch hier oder da mal ein ganz neues Bauprojekt angehen. Und ich bin jetzt auf Newcrest auf diesen Hauptscreen aus einem ganz einfachen Grunde. Ich habe ja euch darum gebeten, für Newcrest einen neuen Namen zu geben. Ja, und dann kamen auch wirklich einige tolle Vorschläge an. Und ein Vorschlag hat mir da ganz besonders gefallen und deshalb übernehme ich diesen Vorschlag. Wow. Und zwar hat es damit zu tun, was wir hier für eine Bepflanzung hier in der Mitte haben und was hier in der Mitte hier so rumdümpelt. Also tümpelt. Also da tümpelt was herum, was Blaues. Und zwar heißt diese Gegend jetzt ganz offiziell, ich muss mal gucken, wie ich es hier hinkriege, da haben wir es. Ganz offiziell. No. Fängt mit M an, dann kommt AG, also nicht die Aktiengesellschaft, sondern MAG und dann N-O-L-I-E-N, Magnoliensee, genau, Magnoliensee und damit ist jetzt Grundstückart ansehen, keine Ahnung, hat das jetzt angenommen oder nicht? Magnoliensee, Weltbeschreibung. Wow, Weltbeschreibung Magnoliensee. Ich weiß nicht, ob er das jetzt dann irgendwann hier einträgt oder nicht. Sehr gute Frage. Wir können ja mal kurz mal hier hingehen. Schau mal, da steht immer noch Newcrest. Weltbeschreibung Magnoliensee. Gut, wir wissen zumindest, dass es jetzt so heißt. Grundstück Arten ansehen. Was kann er denn da machen? Aha, da sehen wir, was wir schon hier haben. Wir haben Restaurant, wir haben einen Park. Wir haben ein Wohngrundstück. Interessantos. Und jetzt möchte ich gerne eine Sache machen hier mit Magnoliensee. Wir gehen nochmal in unseren Maya Müller Gedenkpark. Und wenn wir dann halt da drinnen sehen, gehen wir mal aufs Bauen. Und zwar würde ich so gerne ein neues Objekt da hineinbauen. Dazu schalten wir einmal um auf den Tag. Machen das hier mal weg. Und nähern uns dem Park mal so freundlich, wie wir sind. Ja, ich möchte gerne hier etwas hinstellen. Hier oder machen wir es auf der Seite? Ich würde sagen, wir machen es eher auf der Seite hier. Das heißt, wir machen den Baum hier weg. Das Ding hier behalten, weil es einfach so schön Geflüselzeug ist. Das ist geil. Und jetzt kann man hier schön hier sehen. Ich kann hier schon einfach hier so reinstellen. Das ist das Offsetting. Und dann soll ich wohl angeblich die Höhe noch verändern können. Mit 0 und 9 tatsächlich. Wow. Also, wo ich das verwende mit 0 und 9, also diese Höhen-Offset, das weiß ich noch nicht. Aber das gibt uns wirklich ganz neue Möglichkeiten. Guck mal, wir können das hier so reinsetzen. Es gibt echt neue Möglichkeiten dadurch. Also, wow, ich kann es hier ganz anders begrünen und solche Geschichten. Ich bin hin und weg. So, jetzt möchte ich gerne hier was bauen noch in dem Park. Da brauchen wir einmal die Packs, wir brauchen die Outdoors-Geschichten.
Winterstand, Sommerstand, Frühlingsstand, Sommerstand. Also einmal ein Sommerstand wollen wir hier natürlich haben. Den würde ich schon gerne hier so ein bisschen vorne hinsetzen wollen. Ob wir den jetzt da hinsetzen oder nicht, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe ihn erstmal abgesetzt. So, und dann... Was haben wir denn da? Ach, da ist die neue Toilette. Bepark bestimmte Objekte. Was haben wir denn? Aktivitäten, Fähigkeiten. Zeig mal alles her. Was haben wir denn da? Genau. Rustikale Rollschuhbahn. Und dann haben wir dann rustikale Eisbahn. Das sind die kleineren oder die großen. Guck, oh, die großen sind sehr groß. Der würde passen. Der würde sogar hier hinpassen. Wir müssen nur gucken, was wir davon dann wegmachen. Wir müssen das Gras ein bisschen zur Seite schieben. Und solche Dinge. Und dann können wir uns die hier hingönnen. Ne? Also passt mal auf. Jetzt kann ich ja das hier alles so schön offset hinpacken. Wir müssen jetzt gar nicht mal so komisch friemeln vorher. Oh, ich kann sogar hier so mal... Oh, geil, Leute. Das ist so hammergeil. Guck mal, wir können es jetzt... Also das ist jetzt richtig geiler Luxus. Luxus Overkante Overdosed. So, dann nehmen wir mal die. Halt, das ist die falsch. Das ist die richtige. Die möchte ich aber ohne Offset setzen, weil ich nicht weiß, ob das irgendwelche Bugs verursacht. Das ist natürlich, was ich jetzt überhaupt nicht weiß. Dann holen wir uns das hier mal raus. Setzen hier Gras mal so ein bisschen drunter. Das ist ja mal hammergeil. Wir können einfach hier Gras ein bisschen mal so untersetzen. So, dann haben wir das hier. Wir werden das mal ein bisschen wegziehen davon. Weil ich echt nicht weiß. Na, okay, die Bäume werden immer noch so ausgeblendet. Ich muss mal gucken, ob man auch noch was findet, dass die Bäume nicht so einfach ausgeblendet. Dass man einfach mal ein bisschen näher ran muss, dann sieht man den Baumstumpf hier und solche Geschichten. So, da ist alles frei. Da kommt man ran. Da kommt man auf jeden Fall auch ran. Die Lampe ist hier nicht allzu sehr im Weg. Ja, ich würde mal so können wir es stehen lassen. Hier ist sauber gesetzt, ohne Offset und ohne Sonstiges. Das ist in Ordnung. Oder wir setzen die noch eine rein, so. Ich glaube, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Abstand zu der Sache. Ja, dann holen wir uns das Gras hier nochmal raus. Das ist ja ganz schön Gras hier. Boah. Gut, ich freue mich gerade. Ihr merkt das gerade. Also das gibt uns echt neue Möglichkeiten des Bauens. Und das wird auch im Keller nochmal passieren, in unserem Haushalt. Hä? Dass wir unseren Keller nochmal ein bisschen voller stellen können, ne? Finde ich cool. Also das finde ich echt cool gerade. Das gefällt mir richtig. So weit lassen wir den Park ansonsten. Jetzt haben wir eine Rollschuhbahn drin. Oh Gott, was für ein Wort. Und was haben wir denn da noch? Luxus-Eisbahn, Luxus. Nee, die passt hier nicht hin. Die passt hier hin definitiv. Aber die andere passt da nicht hin. Das sind die Riesendinger. Die sind dann gleich so viel größer. Im Winter werden wir natürlich dann die hier reinsetzen. Die könnten wir jetzt natürlich frecherweise übereinander setzen. Macht natürlich jetzt keinen Sinn. Aber durch das Offset könnte ich jetzt einfach so platzieren. Ne? Und das stört den Spiel nicht. Wird die Sims irgendwann stören, wenn sie damit interagieren. Das heißt also, wir müssen darauf auch aufpassen, wo wir was hinpacken. Ne? Theoretischerweise könnte ich jetzt zum Beispiel solche Dinge machen. Passt mal auf, jetzt zeige ich euch mal, wo wir das Offset zum Beispiel nutzen können. Dazu müssen wir einmal hier das Jahreszeit natürlich wegmachen. Nehmen wir mal an, ich gehe jetzt auf Offset. Hier das hier. Und ich will hier solche zerzausten Baum machen. Früher hätten wir hier keinen zerzausten Baum reinmachen können. Jetzt könnten wir hier einfach zum Beispiel in den Pool so einen zerzausten Baum reinmacht. Macht natürlich nicht viel Sinn, zerzausten Baum reinzumachen. Was aber zum Beispiel Sinn machen würde, was dann jetzt natürlich auch geht, ist, wenn ich jetzt hier solche Gräser mit reinklopfe oder sowas, so ein bisschen hier, wo haben wir dieses wilde Gras? Irgendwo haben wir dieses wilde Gras gerade. Ich wüsste, wo das... Hier, vor Aufregung, da haben wir es, ja. Das könnte man jetzt zum Beispiel reinsetzen. Wir könnten das jetzt sogar nochmal verkleinern. Mache ich jetzt ein Soft-Offset. Einfach so. Und dann haben wir hier zum Beispiel auch so wildes Gras drin. Ne? Können wir auch noch ein bisschen kleiner machen. Ein bisschen kleiner ist zu klein. So macht, glaube ich, mehr Sinn. Dann drehen wir das Ganze mal so.
Und dann haben wir hier einfach auch mal so Begrünungszeug drin, zum Beispiel. Wenn wir einen See machen oder so ein Tümpel oder irgendwie sowas. Hm? Ist doch geil, oder? Also, das gibt hier echt Möglichkeiten. Oder wir machen hier so Dekorsteine hier mit rein. Wobei, die sind geil wiederum. Die würde ich sogar hier wirklich gleich mal reinplatzieren. Ist ja mal krass. Ja, oder auch solche Geschichten hier. Das ist jetzt wesentlich softer bewegbar, ohne dass das Ding hier schreit. Ja, also das, der hat ja vorher gemeckert. Jetzt können wir die Seerosen hier wesentlich lockerer und unsymmetrisch hier einfach mal platzieren. Ja? Solche Dinge können wir jetzt im Offset machen. Ja, hier einfach mal so ein Stein hier so. Ich glaube, wir machen doch ein bisschen so ein Gras rein. Mal sehen, was haben wir denn hier für ein Gras? Ja, so schilfiger wäre natürlich geil. Aber so ganz schilfig ist das nicht. Aber wir können halt ihn hier so rinsetzen. Einfach mal so. Mal gucken, wie das im Spiel nachher so aussieht. Das ist das erste Offset-Gesetzte jetzt. Wie geil. Also, ihr merkt schon, dieses Tool bringt mir definitiv Möglichkeiten. Also, die ich vorher nicht hatte. Ja. So, das ist das eine Neuere. So, und jetzt gehen wir mal... wollen wir den hier so stehen lassen? Ich glaube, ja. Hier so am Wegesrand, hier vorne ist ganz okay. Wobei, neben der Toiletten finde ich ein bisschen blöd. Ich würde mal sagen, wir machen den da hinten eher. Also neben der Toiletten finde ich das schon ein bisschen blöd. Aber hier macht es, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Oh ja, da macht es wirklich sogar richtig Sinn. Weil da haben wir ja die Bahn und dann können die hier essen und so. Ich glaube, macht ein bisschen mehr Sinn. Ne? Also wenn wir das da haben, ja, das ist schon... Aber neben der Toiletten da, ne, muss nicht sein. Das ist blöd ohne Ende. Gut, damit können wir ja dann hier in die Welten verwalten, Dings. Welten verwalten, speichern und Welten verwalten hier gehen. Machen wir das mal. Und jetzt gehen wir natürlich auch zu unserem Haushalt. Da haben wir ihn. Quantum. Ja, und für die Leute nochmal zur Erinnerung, wer hier drinnen gelebt hatte, das war Dominik Quantum. Dann haben wir hier natürlich Kima Quantum und natürlich unseren jungen, kleinen Leon Quantum. Gehen wir mal da rein. Dann schauen wir mal, was Sache ist. So, gut. Dann macht das Tool noch was Neues. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Welt reinspringe, jetzt hier, in eine Spielszene, dann ist automatisch die Pause. Ja, sonst habe ich hier mal erstmal Pause gedrückt, um einen Überblick zu verschaffen. Und jetzt ist da automatisch Pause. Läuft, wa? Also, hammergeil. Gut, dann schauen wir mal in den Keller, wollte ich schon fast sagen. Aber jetzt habe ich so viel Zeit verplempelt. Mit was denn? Ja, mit vorstellen, was dieses MCCCC macht. Komme ich jetzt gar nicht mal weiter großartig was zu machen. Das ist echt krass. Verschaffen wir uns zumindest einen Überblick, was Sache ist. Wir haben 22.54 Uhr. Was für ein Tag haben wir? Wir haben Mittwoch. Da muss ich glatt mal nachschauen. Wir haben... Ups, jetzt haben wir zwei Musiken am Laufen. Wir haben hier einmal... Und Erntedanktag. Was ist das für ein Tag? Feiertag. Winterfest. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Das muss ich nochmal fixen. Weil ich denke mal, das ist hier ziemlich durcheinander gekommen. Oder wir streichen, die machen sowieso unsere eigenen Feiertage. Genau. Ihr ab weg damit. Weil das finde ich ein bisschen komisch, wenn das hier so drin ist. So, einmal weg damit und das hier auch mal weg. Liebestag, super. Wie gesagt, wir machen unsere eigenen Feiertage und lassen uns hier nicht vorbestimmen, wie wir das machen. Dann habe ich halt auch gemacht auf die größte Tagesanzahl. Wenn das nicht ganz reicht und wir immer irgendwann hier mal ankommen, dann werde ich das resetten. Es gibt dazu Befehle und dann haben wir weiter Sommer. Und wir werden dann in den Herbst wechseln, wenn der Herbst da ist. Und dort kehren wir sozusagen weiter genauso vor. Das heißt, wir werden auch weiterhin die großen Feiertage richtig feiern. Wenn Weihnachten ist, wenn wir einmal Weihnachten feiern. Wenn die anderen Feiertage, also eigentlich haben wir meistens immer Weihnachten und Silvester gefeiert. Die eine haben wir nicht großartig gefeiert. Das werden wir dann gucken. Ihr könnt ja vorschlagen, da werde ich den einen oder anderen Tag wieder sozusagen einfügen. Und dann schauen wir mal, was Sache ist. Gut, in dem Sinne euch alle erstmal einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern und ciao, ciao.